Liebe Freunde, ihr habt lange drauf gewartet, jetzt ist es endlich soweit und ich habe mir jemanden direkt geholt, um mir dabei zu helfen. Das ist der liebe Tim, Star Wars Facts, man kennt ihn. Und heute Neopixel-Kampftest für die Klingen. Ja? Tim, was machen wir heute genau? Wir wollen gucken, wie gut die Klingen tatsächlich für den Kampf geeignet sind. So sieht es nämlich aus. Neopixel-Klingen funktionieren folgendermaßen auf euren Lichtschwertreplika. Die sind nicht von unten beleuchtet, sondern quasi mit LEDs innerhalb dieser ganzen Klinge. Je nach Länge sind das so ungefähr 100 bis 120 LEDs, die dann quasi einzeln beleuchtet werden. Sehen auf Kamera unglaublich realistisch aus. Sind seit Ende 2019 auf dem Markt, mittlerweile auch ein bisschen verbessert. Damals hat man gesagt, unbedingt niemals zum Kämpfen nutzen. Und egal was heute passiert, Tim, ist auch für euch da draußen, liebe Freunde, ich kann es immer noch nicht garantieren, dass die beim Kämpfen halten. Wir haben keine Ahnung, wie viel die aushalten werden. Genau. Aber wir werden alles austesten. Wir lassen uns mal überraschen, ganz genau. Tim, alle Leute warten drauf. Welches Schwert hast du dir für den Kampf ausgesucht? Ich habe mir ein Schwert ausgesucht, welches von Cal Kestis inspiriert wurde. Mhm. Und das ist ja hinten auch schon so schön kaputt. Deswegen dachte ich, ja, dann machen wir heute dann vorne auch kaputt. Machen wir auch kaputt. Ja, also egal, wir haben uns einiges ausgedacht, Leute. Ich habe mir tatsächlich das Katana genommen. Das ist ein relativ freies Modell, was wir dabei haben. Aber es ist so schön zum Schwingen und ich habe es so lange nicht benutzt. Dementsprechend schrauben wir mal die Klingen drauf. Das sind beides funktionale Neopixel-Klingen. Die werden wir auch gleich nochmal hier direkt anmachen, damit ihr vor dem Test auch seht, jo, mit denen stimmt Stand jetzt gerade alles. Lassen wir das einmal reinfallen. Wichtig ist natürlich, dass der Kontakt ein bisschen hält. Ne? So festzumachen, dass das nicht rausfliegt beim Kämpfen. Sonst haben wir ganz andere Probleme. So viel dazu. Genau. Power on. Noch sieht's gut aus. Noch sieht's gut aus. Die Dinger funktionieren. Motion Control funktioniert auch. Du hast Spaß da dran, ne? Ja. Glaube ich dir. Das ist einfach geil. Also das, was wir heute machen, wir versuchen wirklich herauszufinden, wie stabil sind diese Schwerter. Und da fangen wir leicht an und werden immer krasser. Und am Ende des Tages fliegen uns die Dinger um die Ohren. Versprochen. So, liebe Freunde, wir haben uns hier eine kleine Arena quasi gebaut. Und wir werden erstmal versuchen, eine kleine Choreografie zu machen und ganz, ganz langsam anfangen. Du bist bereit? Wenn ich Rechtshänder bin, muss ich dann oben, oder? Wenn du Rechtshänder bist, ja, musst du, warte mal, den musst du rechts unten. So, wir fangen mit einer ganz einfachen Kombination an. Einfach rechts, links, rechts. Ja. Fangen wir langsam mal an. Also, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Noch einmal. Eins, zwei, drei. Hast schon ordentlich Zug hinter, ne? Allerdings. Und vielleicht auch, dass dann einer einfach so macht, ja, ja, und du haust zwei, dreimal einfach nur da drauf. Genau. Das macht der Luke bei Vader, als er den Arm abschlägt. Ne? Fang nochmal an. Hält auf jeden Fall. Aber das, Alter, das geht ganz schön. Ja, also, das geht, ich merke das. So. Eins, zwei, drei. Ja. Wir drehen uns dann beide und holen dann aus. Einmal final so drauf. Genau. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, zack. Eins, zwei, drei. Scotty, geh mal ab. Hey, wir sind cool. Für Zwischenfazit, die halten schon mal mehr ohne Beschädigung aus, als ich gedacht habe. Allerdings. Okay. Bin ich. Boah, anstrengend. Und dann bin ich am Überlegen, ob ich quasi. Aber ich glaube, es sieht nicht schnell genug aus, um irgendwie sinnvoll zu sein. Wenn ich das schnell genug hinkriege, wäre es geil. Tot. Aber ist die Frage, ob das gut aus? Also ich weiß, ich kann es nicht. Ah, nee, lassen wir. Wir müssen irgendwie zum anderen Ende kommen. Thank you.
Montag-Krankenschein. Ich würde sagen, wir hauen jetzt einfach nur rechts, links, rechts, links, rechts, links. Mal. Und dann richtig volle Lotte. Immer fester. Ein bisschen schneller. Ich bilde es mir ein, aber guck mal, siehst du, hier ist ein bisschen dunkel. Das wird man in der Kamera nicht sehen, aber so ein bisschen ist hier dunkel an einer Seite. Du hast mich enttäuscht, mein Schüler. Nicht schlechter als gerade. Nee, nicht schlechter als gerade. Aber man sieht so äußerlich die ersten paar Kratzer. Ja, und? Ja, und Unebenheiten. Also es leuchtet immer noch, wahrscheinlich auch für die Kamera. Aber man merkt die Unebenheiten. Wir haben versprochen, kaputt zu machen. Ab gegen die Säule. Ja. Wollen wir es jetzt an der Betonwand? Also wenn die es nicht kaputt bekommt. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ist das nur der Kontakt jetzt auch wieder? Machen wir auf Stopp. Dann müssen wir, ich mache mal Stopp hier. Irgendwie müssen wir die hier kaputt bekommen. Ah. Draufstecken. Ah, das ist nur der Kontakt. Der ist halt rausgerutscht, weil die Klinge nicht fest genug drauf ist. Wir haben jetzt mal das Kelkestis genommen, weil die Klinge mal ein bisschen verrückt aus den Kontakten. Aber nehmen wir das Kelkestis. D.K. Putt, du Scheiß Klinge! Die also das Plastik ist ein bisschen kaputt gegangen. Also Fazit, ist es kampffähig? Irgendwie schon. Kann man Garantie darauf geben? Weiß ich nicht. Mache ich nicht, aus Vorsicht. Das obere Plastik ist übelst braun schon wegen der Wand. Wir sehen innerlich, die LEDs sind teilweise abgedunkelt, also sie gehen auf jeden Fall kaputt. Kurzfristig kampffähig? Ja. Mittelfristig? Langfristig wird halt immer irgendwie eine dunkle Stelle geben, weil die einzelnen LEDs kaputt sind. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Schaut auf jeden Fall bei Tim vorbei, der mir hierbei geholfen hat. Absolut geiler Kerl. Check die Saber aus hier. Geht's zu dem Kanal von Tim und zu meinem Star Wars Shop. Ist mir alles egal. Tschüss.